Wie immer am Samstag vor der Wahl machen wir den großen Test, ob alles funktioniert. So, jetzt bin ich auch in der Kamera. Gerald Gross ist mein Name. Und ja, was checken wir alles durch? Wir checken, ob die Grafik funktioniert, ob die Kameras alle funktionieren, ob die Stimme von der Ingrid auch so richtig geölt ist, ob der Teletext mitschreibt und so weiter und so fort. Soundcheck mit den Spitzenkandidaten etc. etc. Na Ingrid, vielleicht schaust du einmal mit der Grafik? Natürlich, ich schaue gerne weiter. Mein Name ist interessanterweise endlich einmal richtig geschrieben, Turner mit Doppel-H. Meine Stimme drehe ich erst jetzt auf, ich muss Batterie sparen. So spreche ich nämlich wirklich, so kennen Sie mich, gut geölt. So, ich zeige Ihnen ein bisschen, was wir da haben, was morgen bei der Wahl zum Einsatz kommt. Hier sitzen die Meinungsforscher und werden morgen Meinungsforschen. Heute sind das aber nur billige Studenten und die sitzen einfach nur da, damit irgendwer im Licht auch sitzt. Für die Kamera ist es. So, auf der anderen Seite drüben meine Lieblingsabteilung, die Grafiker, die sitzen heute auch da und werden uns irgendein Ergebnis simulieren. Morgen werden wir dann ein echtes und wir brauchen irgendwas, damit wir das müsst ihr jetzt sagen sprechen können. Okay, bitte. So, dann große Überraschung, was das hier ist. Das ist der Gertrude Aubauer Memorial Table. Der wird hier so lange stehen, bis die Gertrude Aubauer wieder aus dem Nationalrat rausfliegt. Ja, war ganz okay, auch in der Zeit, liebe Ingrid. Vielleicht schauen wir uns jetzt diese paar Sekunden vor den ersten Hochrechnungen an. Das ist immer dramaturgisch ein bisschen enger. Deswegen machen wir das heuer ganz kurz, 3 Sekunden vorher, 2 Sekunden nachher. Ingrid, pass auf, 2, 1 und los. Ja. Es ist 17 Uhr, morgen werde ich dann das echte Ergebnis verkünden und es ist eh klar, wer gewinnen wird. Und heute schauen wir uns einfach was an. Na, geh bitte, Entschuldigung, wer soll denn das glauben, dass die Roten vor den Schwarzen sind? Ich meine, ihr in der Grafik, seid ihr eingeraucht oder nein, was? Ich meine, das ist ja völlig unlogisch, das gibt's ja doch gar nicht. Nein, sind wir gar nicht, Entschuldigung, wir haben ein bisschen mit der schwarzen Farbpatrone für den Beamer sparen müssen. Die kommt morgen dann zum Einsatz. Jetzt haben wir heute ein bisschen die Farben, die Patrone ist schon bestellt, die sollten wir morgen haben. Ja. Okay, und gut, und das Restaurant, das ist morgen auch ausgedruckt vielleicht. Ne? Wir werden schauen, wie das dann ist morgen am Sonntag. Ja. Ja, gar nicht schlecht. Jetzt machen wir aber wirklich den finalen Soundcheck. Vorher schauen wir noch, ob alle Kameras funktionieren, alle einzelnen Abteilungen. Ich sehe schon den Lang-Paul da hinten. Gell, Langer, du machst gleich den Soundcheck und die Leitung oben links, die geht noch nicht, die schalten wir bitte auch noch ein. Ja? So, Soundcheck, Blitzlichtsimulator rein da schon, den kannst du ein bisschen mehr auftragen. Und los geht's. Fangst mit den Schwarzen an. Ja, ich habe hier den Clubobmann Willi Molterer hier bei mir. Wir machen jetzt den sogenannten Soundcheck. Sie sagen einfach irgendwas, zum Beispiel Check, Check ist gut geeignet, damit wir sie richtig einpegeln können und dann für morgen. Ich weigere mich da hier bei diesem Rotfunktheater mitzumachen. Ich meine, Entschuldigung, seit die Roten im ORF an der Macht sind, ich meine, das gibt's ja doch nicht. Schauen Sie sich dran. Die Roten vor den Schwarzen, ich meine, wer soll denn das glauben, bitte, ich meine, so ein Blödsinn. Na, das ist eine Majestätsbeleidigung und es wird morgen so sein, der Wähler, der wahre Majestät, wird uns eine satte Mehrheit von 50% geben und dann wird es so richtig schön in diesem Land. Ein Check, Check hätte gereicht. Scheiß Rotfunk.